Ich mach Schlaffi. Ah, ich bin Tobi. Willkommen zum Ventur. Komm rein zum Ventur. Tschüss. Oh Gott, er ist weg. He's gone. Oh Mann. Ja, Bro, wir kriegen den Pfeil da nie wieder raus. Boah, oh, stark. Ich baue mir meine eigenen Pfeile. Ich brauche eure Hilfe nicht. Das habe ich von Fritz Meinecke gelernt, das ist falsch. Ja, der ist ja nicht top, aber ich denke mal, das wird funktionieren. Der ist sowas von nicht top. Alter, Leo, der ist super. Digga, der sieht aber geil aus. Oh Mann. Ich habe keine Kerbe hinten drin für den. Aber er fliegt. Aber er fliegt gut. Oh. Ich kann Bogen schießen, ja überhaupt nicht, ne? Oh. Oh. Das Ding ist, ich hasse die Pfeile tatsächlich, ne? Lass mal wettschießen, komm. Das sind 5. Das waren 4. Ne, sind beide 4. Nee. Der ist schon mehr im Blauen als deiner. Ich bin besser. Oh, oh mein Gott. Ich hab ins Gelbe. 9. Hi, mein Name ist Tobi. Digga, ich bin so ein Profi, Leo. Du musst 9 schießen, 8 oder mehr, dann hast du gewonnen. Hat der ins Gelbe getroffen? Ja. Ah, schade. Ja, ich sag mal so. Richtig ist doch nicht, was hier passiert, ne? Wir wollten ja eigentlich duschen gehen und jetzt ist ja aber eine Pfütze. Also ich meine, das ist nicht schlimm, weil es nur Trinkwasser ist und das ist nicht verunreinigt. Aber unser Wasser geht raus. Weil Leo hat nämlich irgendeinen Knopf gedrückt und jetzt passiert das. Und unsere Kamera ist auch leer. Perfekt, Digga. Wir sind jetzt mitten in der Natur. Wir haben uns gerade leckeres Essen gekocht. Tobi das erste Mal in seinem Leben vegan gegessen. Wir fahren jetzt nach Stuttgart, wir haben noch eine Stunde Fahrt. Alles läuft super, wir haben die Dusche anbekommen. Obwohl eben alles unter Wasser gesetzt worden ist von Leo, haben wir jetzt alles soweit hinbekommen. Wir fahren jetzt nach Stuttgart ins Gym und dann geht's heute Abend zu Fäuser. Und da werden wir dann kochen. Ja. Mal aufkommen. Was geht ab? Du, ich pfeife noch schnell was Gym-Ernährung rein. Oh, scheiße. Ey, ich will jetzt echt kein Stress in der F***-Zone sein. Aber wir müssen los. Okay, ich fütter den kurz, dann gehen wir, ja? Können wir ins Büro vielleicht rein, um da Strom zu zecken und zu schneiden? Ins Büro, um zu schneiden? Ja. Nee. Ja. Bitte? Ich sehe aus wie der letzte Bastard. Absolut. Ja, Schmutz. Nein, Bro, sieht gut aus. Bro, du hast eine Brustübung gemacht, wieso spend? Also. Warte mal. Fokus. Okay, ich werde gerade fast umgekippt, aber. Perfekt. Leider bin ich's nicht. Okay. Das Ding ist halt, ich trainiere auch mit, aber man sieht's halt nicht, weil ich die ganze Zeit filmen muss. Aber ich glaube, ich bin schon stark, oder? Soll ich den Satz abfilmen? Ah, nee, Bro, passt. Das ist schon stabil, sehen oder? Sie den Experten in optimalen Ausführungsbedingungen. Chillig, chillig, chillig. Yeah! Richtig schön da dran. Oh. Du hast 55 gemacht, oder? Ja, 150. Also, Digga, ich bin ehrlich, komm mal her zu mir. Ich sehe keinen Unterschied. Ich sehe absolut keinen Unterschied, Bro. Ich auch nicht. Ich muss ehrlich sagen. Ja, mhm. Bruder, dieses Büro von Innsbruck, der ist doch nicht pleite, Digga. Guck mal, hier ist Schmuck an der Decke, Alter. Einfach geschlossen. Digga, der hat gleich seinen Job von Ola Kala. Und Digga, der macht ja mit einem Job mindestens 600.000 Euro. Stuck, ein reinrassiger Chihuahua. Oder was bist du? Okay, ich zeige euch was, Leute. Achtung, komm mal her. Hopp. Und dreh dich. Ja, ja. Jetzt kriegst du kein Leckerchen, du Arsch. Was soll das? Rico hat gerade Ola Kala Release. Akani soll ihn jetzt angreifen. Lass mal einfach nur Akani reinlaufen lassen und nichts sagen. Gucken, wie er reagiert. Wir hören es ja. Ja, wer ist denn da? Wer ist denn da? Perfekt. Ja, komm mal her, mein Süßer. Was läuft? Ja, ein süßer Doggy. Oh ja, ist ganz süß.
so, geh. Ey, the best, yeah. Oh. Los, gib ihm. Ey, ich bin wirklich der größte Retard, wenn's um Tiere geht. Ist er jetzt online, oder? Nee. Hat nicht geklappt? Ich bin noch offline. Nee, ich meine, der Drop. Achso, nee, wir haben nicht gedroppt. Okay, schade. Ja, warum? Nee, wir wollten die Klamotten doch nicht verkaufen. Einfach ein bisschen Hype aufgebaut für nichts. Ja, genau. Und das schreddert jetzt alles? Also, nee, wir haben es gar nicht bestellt. Perfekt. Ja, wir haben nur ein bisschen Promo gemacht. Ja, Leute, Revi ist heute wieder mit am Start und ich sage euch jetzt ganz kurz eine Sache. Wenn ihr jetzt weiter Daumen nach unten spammt, dann bann ich euch alle weg. Habt ihr mich verstanden? Ich möchte mal ganz kurz eine Sache Real Talk mäßig an diesem Tisch sagen, okay? Revi ist ein guter Homie von mir. Ich mag Revi sehr, sehr gerne. Und Revi ist ein feiner Kerl. Deswegen reißt euch mal ein bisschen zusammen, wenn wir hier einen neuen Gast haben. Und empfangt diesen Gast bitte mit ein bisschen Ehre und mit ein bisschen Respekt, ja? Revi, Digga, ich freue mich, dass du da bist. Perfekt. Ja, es funktioniert. Und jetzt verpiss dich, Mann! Yeah! Nee, Digga, also, was geht ab, Digga? Ich war gerade im Gym. Mit wem? Mit meinem Personal Coach. Okay, ich werde gerade fast umgekippt. Na, okay, und wie läuft's? Absolut scheiße. Ich habe kein T-Shirt an, sonst kann ich das gleiche machen. Ja, ist alles weg jetzt, oder wie? Weißt du das? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich müsste gleich mal gucken. Aber du hast nichts davon hier, ne? Doch, ich hätte einen Zip hätte ich hier. Warte, soll ich den mal holen? Den würde ich direkt mitnehmen, ja. Ja, sehr gerne. Das Ding ist, ich brauche unbedingt Klamotten, deshalb bin ich ja auch eigentlich hier und... Mhm. Ja. Ah, ja, der riecht sogar noch nach mir. Aber riecht dann einfach mal gut, ne? Frauenduft, oder? Nee. Nee, ist gut. Ja, und dann lasse ich mich einfach hier so ein paar Stunden durchbeleidigen. Und gehst dann mit Plus nach Hause. Und dann gehe ich nach Hause, ja. In meinem Fall tatsächlich immer noch im Minus. Ich finde, du hast wirklich mit Abstand die angenehmste Community auf Twitch. Da würde ich fast schon sagen, ist die Community von Monte wahrscheinlich sogar noch freundlicher. Wir sehen uns. Alles klar. Perfekt, Digga. Also, ciao. Bis sehen uns. Sehr geil. So, ich habe einen Hoodie abgegriffen und 20 beleidigende Kommentare von seinem Chat bekommen. Der Chat von InScoop ist auf jeden Fall... Wir fahren jetzt weiter einfach mit der Reise. Oh, geil. Man kennt ihn aus den Kochstreams. Man kennt ihn, er ist immer noch Single. Hi. Sein Instagram-Link ist nach wie vor in der Videobeschreibung. Meldet euch alle Frauen aus wo und zu Nähe Stuttgart, der fährt auch gerne nach 5 Minuten nach Stuttgart, um zu sagst, wie es ist. Ja, cool. So, super. Wir gehen jetzt was essen und callen is a day. Das war's mit diesem wunderschönen... Ist das dein Ernst, diese Musik? Ey, das ist eine Play, das ist hier... Wie geht das aus? Jedenfalls callen is a day. Das war's heute vom wunderschönen Tag. Wir haben es geschafft, den Van am ersten Tag kaputt zu machen. Grüße geht raus an Leo. Wir waren mit Nico trainieren, haben gerade das Hoodie abgegriffen und Akani hat in der Box gebellt. Super, arschgeiler Tag. Ciao. Du musst jetzt... Digga. Wir haben Karne in der Box gebellt, wir waren mit Nico trainieren, der Van kaputt, danke Leo. Das war's, ciao. Du musst jetzt weg. Wir haben den Van kaputt, danke an mich an der Stelle. Wir haben gerade das Hoodie abgegriffen, Karne hat gebellt im Käfig und ja, wir hatten eine tolle Zeit. Das war's jetzt. Und, was? InScoop trainieren. War mega geil. Okay, ciao. Für wen ist das jetzt? Ja, du musst die Kamera jetzt ausmachen.